haben eine große Firma, eine wunderbare Firma aus Baden-Württemberg, die uns hervorragend unterstützt in der Stiftung. Immer wieder, wenn wir das Geld brauchen für Afrika oder für irgendwelche anderen Aktionen, dann sind Sie am Start und das ist die Firma Porsche. Und ich darf mal kurz auf die Bühne bitten, den Betriebsratsvorsitzenden Uwe Hück. Man kennt ihn, er ist selber ein Rock'n'Roller. Sondern ich bin hier, weil der Udo und der Arno und ich was Gemeinsames haben. Wir haben gesagt, wenn wir Erfolg haben, dürfen wir nicht vergessen, wo wir herkommen. Und es gibt genügend Kinder und Jugendliche, denen geht's dreckig. Und dann müssen wir, wenn wir mehr haben, was abgeben. Für uns heißt Solidarität, der hat, der gibt und nicht der hat, der nimmt. Udo, für deine Stiftung 20.000 Euro. Wow! Yeah. Vielen Dank an Uwe Hück und Porsche. Und vor allem, Udo, du weißt auch, und Arno, du weißt auch, dass ich ja Jugendprojekte habe. Das mache ich auch von Herzen. Und du kämpfst ja auch für Afrika, dass die jungen Menschen eine Perspektive haben. Und junge Menschen können nur eine Perspektive haben, wenn sie die besten Ausbildungen bekommen und auch gescheite Arbeitsplätze. Ich bin bereit, entweder in Afrika 5 Leute zu uns zu holen, die kriegen eine Ausbildung und ich zahle das und wir zahlen das, weil die sollen eine Zukunft bekommen. Wow. Und für euch machen wir das auch. Ich glaube, das ist vernünftig und so soll es auch sein. Weil es so geil ist mit denen, möchte ich gerne den Scheck heute noch ein bisschen aufrunden. Und aus der 20 machen wir aus der Panikkasse 30.000. Yeah! Yeah, 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 yeah.